Einen wunderschönen guten Morgen, mein lieber Bundespapi. Sorry, gell. Aber irgendwie war gestern ein außergewöhnlicher Tag mit bizzeli komischer Berichterstattung. Echt jetzt? Ein starkes Immunsystem genügt nicht? Das schreibt da wieder jemand aus dem Ausland. Vitamine haben keinen Einfluss. Das heißt, diese spezifischen Defizite des Immunsystems haben nichts damit zu tun, ob diese Menschen sich grundsätzlich gesund ernähren oder genug an die frische Luft gehen. Man habe im Moment keine Möglichkeit, durch irgendwelche Vitamine oder Mittelchen ein normal funktionierendes Immunsystem spezifisch gegen dieses Virus zu stärken. Die einzige wirksame und zielgenaue Stärkung des Immunsystems gegen das Virus sei der Pieks. Sorry, gell. Aber echt jetzt? Bizzeli Quatsch, was da dieses ausländische Medienportal berichtete. Oder etwa nicht Bundespapi? Ja. Die Schweiz erwägt, Millionen Dosen wieder zu verkaufen? Grund seien Zweifel an der möglicherweise geringeren Wirksamkeit im Vergleich zu anderen Präparaten. Die Behörde MedicDeSwiss hat noch nicht über eine Zulassung dieses Pieksstoff entschieden, sondern zunächst mehr Daten aus noch laufenden Studien verlangt. Von welcher Wirksamkeit sprechen wir denn jetzt da genau, Bundespapi? Sorry, gell. Weiteres behalte ich heute mal für mich. Mehrere hundert. 1000, 1500, 2000 oder 3000. Unsere lieben qualitativen Medien wieder einmal. Sie sind sich überhaupt nicht sicher, welche Zahl sie nehmen sollen. Gut. 3000 sind im Endeffekt ja irgendwie auch mehrere hundert. Sorry, gell, sieht verdächtig nach Bingo-Spiel aus. Aber Bundespapi, während in einer Stadt Hunderte am See spazieren gingen, ohne weitere Zwischenfälle und ohne Einschreiten der Freunde und Helfer und ohne Bewilligung, fand in einer kleinen Aargauer Stadt ein Protest im Stillen statt. Friedlich, mit guter Stimmung, fröhlichen Menschen und viel Sonnenschein, mit Bewilligung. Okay. Wenig Freunde und Helfer vor Ort. Praktisch keine Masken. Ein Knuddelfest der Herzmenschen. Hast du die Bilder gesehen von diesem idyllischen Festival? Wow. Die Veranstalter haben niemals mit so vielen gerechnet und waren wohl auch bizzeli überrascht. Sorry, gell. Aber so schön. Wenige Masken, Hippies und doch irgendwie Love, Peace und Harmony. Keine Skeptiker oder Leugner, keine Rechtsradikale. Nichts in dieser Art, so wie es die superqualitativen Medien immer berichteten. Einfach Maßnahmekritiker. Gut. Wenn natürlich unsere Medienportale sich auf Tweets von gewissen investigativen Journalisten verlassen, anstatt mal den gesamten Durchblick zu haben, kann natürlich eine solche Berichterstattung vorkommen. Sorry, gell. Wahrscheinlich haben wir demnächst die Aargauer Mutation. Gepaart mit der Basler, Bündner, Solothurner, Zürcher, Berner und so weiter. Das nenne ich dann eine wahrhaftige Mutation Made in Schweiz. Sorry, gell. Von wo ich weiß, dass gestern Flower Power in Wohlen war. Ja, sorry, gell, Bundespapi, aber ich war gestern auch dabei. Live vor Ort. Extra für dich. Hab einen wunderschönen Sonntag und bis bald. In Liebe, deine Bundestochter Stefanie. In Telegram zu finden unter. Sorry, gell.